Interessante Ausstellungen in Europa, so zum Beispiel für Liebhaber moderner Kunst in Venedig. Im geschichtsträchtigen Arsenal werden die 120 Finalisten des Arte Laguna-Preises gezeigt. Von Malerei über Skulptur und Fotografie bis zur Videokunst. Wegweisend und neu noch bis zum 24. April. In Sarajevo in Bosnien-Herzegowina geht es mit Comics auf eine Reise durch den Balkan. Comicbuchautor Nikolas Wirs sagt, Comics seien ein starkes Medium, um Botschaften zu übermitteln. Sein Buch, Reise durch den Balkan, und Comics anderer Künstler sind hier im EU-Infocenter bis zum Wochenende ausgestellt. Und im Prado in Madrid ist Alberto Giacometti zu sehen. In einer interessanten Kombination, 18 Skulpturen und 2 Gemälde, vor dem Hintergrund der Meister der ständigen Sammlung des Prado. Bis zum 7. Juli.